Der Punkt ist, wann immer wir als Businessinhaber etwas Neues machen, können wir das nicht. Die Erwartungshaltung ist instinktiv, auch wenn wir natürlich nach außen hin sagen, wir wissen, dass wir das nicht können und wir wissen, dass das dann am Anfang holprig wird. Die Erwartungshaltung ist aber instinktiv, dass es exorbitant schnell geht und dass ich exorbitant sichere und schnelle Ergebnisse haben werde. And that's not the case. Das passiert einfach nicht. Was dann der Fall ist, ist die Tatsache, dass wir an zwei Stellen überrascht werden von Unsicherheit. Nämlich die eine Stelle ist, dass wir den Prozess noch nicht können. Also egal, ob das jetzt ist, dass wir in eine neue, was weiß ich, LinkedIn-Strategie gehen, dass wir starten, damit Artikel zu schreiben, dass wir andere Formen von Social Media machen oder YouTube-Videos machen. Das heißt, wir fangen mit etwas an, wir sind noch nicht so sicher darin, nehmen wir das Autofahren, du brauchst eine ganze Weile, bis du flüssig Autofahren kannst und all die einzelnen Bestandteile, die beim Autofahren eine Rolle spielen, wirklich so hinbekommst, dass du nicht irgendwo aneckst oder Angst hast, einen Unfall zu bauen. Da hast du den ersten Teil von Unsicherheit. Den zweiten Teil von Unsicherheit bei dieser ganzen Geschichte, dass du neue Strategien anwendest, ist, dass du nicht weißt, nicht hundertprozentig weißt, wird das funktionieren? Nummer eins. Nummer zwei, in welcher Zeit wird das funktionieren? Also wie schnell wird mir das, was weiß ich, neue Leads bringen, potenzielle Kunden bringen, für Aufmerksamkeit sorgen, and so on. Du weißt es nicht. Du kannst an der Stelle natürlich alle möglichen Dinge tun, um zu versuchen, dass eine Entscheidung für eine Strategie abgesichert wird. Also, dass du die nicht nur aus dem Bauch heraus triffst. Du kannst mit anderen Unternehmern sprechen, du kannst deinen Coach fragen, du kannst deinen Mentor fragen. Still ist es so, dass es eine gewisse Form von Unsicherheit ist, weil du nicht hundertprozentig die Sicherheit hast, dass das Neue, das du machst, auch etwas bringt und in welcher Zeit. So, jetzt wird unser Gehirn bombardiert mit zwei Arten von Unsicherheit, die quasi konstant in der Situation, in der du etwas Neues machst, vorhanden sind. Und diese Unsicherheit allein führt zu Procrastination, weil du versuchst, etwas aufzuschieben, was für dein Gehirn ein potenzieller Threat, also eine Gefahr ist, nämlich die Gefahr, dass du dir Zeit vergeudest, dass du am Ende broke bist, dass du nicht genug Geld hast für die nächste Rechnung und so fort. Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir vielleicht auch kurz sagen, wie unser Nervensystem bei Gefahr reagiert. Nämlich, dass es da eigentlich nur drei Zustände gibt. Ja, guter Punkt. Ja, also bei Gefahr entweder Fight, flight, freeze. Ja, ganz genau. Kämpfen, fliehen oder wir frieren quasi ein. Und Procrastination ist immer, also dass wir Dinge aufschieben, ist immer, dass wir quasi einfrieren. Ja. Und die Gefahr an der Stelle ist, glaube ich, dass wir, wenn wir prokrastinieren, dieses Einfrieren, dass es immer auch verbunden ist mit einem Opiat, mit einer Opiatausschüttung im Gehirn. Guter Punkt. Ja. Was dummerweise dazu führen kann, dass für unser Nervensystem das Prokrastinieren selbst zum Ziel wird, weil nämlich durch die Opiatausschüttung dieser Zustand etwas als sehr angenehmes empfunden wird. Das ist extrem wichtig. Das ist gut, dass du das sagst. Die Frage ist jetzt, to not make that too long und zu physiologisch technisch, was kannst du tun? Der entscheidende Aspekt ist, erstens zu verstehen, dass etwas wie Procrastination im Sinne von, das ist etwas Ungutes, das ist etwas Böses, das ist etwas Schlimmes, was ich da tue, nicht stimmt. Das ist falsch. Procrastination ist etwas ganz anderes und kann ganz vieles bedeuten. Also das ist mal Nummer eins. Ich komme gleich noch darauf zurück, was es denn ganz vieles bedeuten kann. Nummer zwei ist das Allerwichtigste, dass wir diesen Prozess verstehen, dass wir wissen, dass das so ist. Weil wenn wir wissen, dass das so ist, können wir es aufhalten. Also ich pflege immer zu sagen, catch me while I can. Das heißt, ich versuche, mich dabei zu beobachten und festzustellen, wann fange ich an, aufzustehen und mir ein Stück Schokolade zu holen oder noch einen Kaffee zu machen oder plötzlich zu denken, ich sollte mal wieder die Fenster putzen oder meinen Kater streicheln oder meinen Mann, whatever. Oder noch eine Liste erstellen. Exactly, noch eine Liste erstellen, noch einen Kurs buchen, noch ein und so weiter. Du weißt genau, worauf ich hinaus will. Das heißt, etwas zu tun, um das, was wir tun, zu unterbrechen. Um also eine gewisse Form von Entspannung zu haben. An der Stelle müssen wir einfach trainieren, uns dabei zu erwischen. Weil dann rutschen wir nicht rein in 3 Stunden Katzenvideos gucken und sagen, shit, der Tag ist vorbei. Würde ich nie sagen nach 3 Stunden Katzenvideos. So, und Nummer 3 ist dann zu verstehen, dass diese leichte Überwindung
zu sagen, ich mache es weiter, ich sorge hier für eine Lösung. Wir sind Unternehmer und das, was im Kern Unternehmertum bedeutet, ist, für die Dinge eine Lösung zu finden. Also wir suchen für unsere Kunden Lösungen, ergo müssen wir auch für uns und für das, was uns umtreibt, eine Lösung finden. Und die Lösung heißt in dem Fall, oder kann ganz vieles bedeuten, ich mache jetzt den Schlenker oder den Kreisschluss zum ersten Punkt. Es kann erstens sein, dass ich so wenig über die Sache weiß und das von mir selber erwarte, dass ich mal besser noch ein Buch lesen, tatsächlich einen Kurs kaufen oder mir einen Coach engagieren sollte. Weil es einfach viel, viel, viel komplexer ist, als ich gedacht habe und ich es deshalb aufschiebe. Ja, ich bin der Meinung, an der Stelle kann ein Coach wirklich helfen, weil der nämlich eventuell auch von außen eine Perspektive hat und da die richtigen Fragen stellen kann. Aber anderes Thema. You don't see what you don't see. Genau. Und das heißt, es kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Es kann auch einfach sein, dass ich die Sache mit einer falschen Erwartungshaltung angehe. Das heißt, ich kann nicht in einem Tag lernen, Artikel zu schreiben. Da brauche ich wahrscheinlich schon mal 3 Tage für. Nein, Quatsch, das ist ein Scherz. Aber anyway, to make a long story short, sowas wie Procrastination in der Weise, dass ich ein böser, fauler, unguter Mensch bin, der deshalb nicht tut, was er tun sollte, existiert nicht. Unser Gehirn will uns über dieses Nichtstun oder den Freeze-Zustand schützen. Und es ist möglich, da rauszukommen und dabei Spaß zu haben, weil immer dann, wenn wir uns in dieser Sekunde, von der ich gerade gesprochen habe, erwischen und sagen, komm, mach mal noch 5 Minuten weiter, versuch es noch oder vielleicht habe ich eine andere Lösung, um es zu versuchen, ist extrem wichtig und da kommen die richtigen Dopamine. Da geht der Spaß erst richtig los. Alright, in diesem Sinne, ich hoffe, du konntest was mitnehmen davon. Für mich war es eine unglaublich wichtige Erkenntnis, als ich das verstanden hatte und hat dazu geführt, dass die Produktivität deutlich gestiegen ist. Cool, wenn man mit einem Coach verheiratet ist.